Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder zwei meiner zuletzt gelesenen Bücher für euch und das eine Buch hat mir ganz toll gefallen und das andere hat gut gestartet und wurde zum Ende hin echt eine Vollkatastrophe. Und ja, wenn ihr wissen wollt, um welches Buch es sich hierbei handelt, dann bleibt einfach dran. Ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Buch an, was mir gut gefallen hat, was mich begeistern konnte, was ich wieder unglaublich schnell gelesen habe, was ich wieder zuckersüß fand und ach ja, was ich einfach richtig, richtig mag. Und zwar war das, ta-ta-ta, dieses Buch hier, Diamonds for Love, lockende Nähe von Leila Hagen. Das ist der zweite Teil zu Diamonds for Love, voller Hingabe von Leila Hagen. Ich habe den zweiten Teil auch wieder netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich hier mega gefreut. Ich habe hier echt Party gemacht, wo das Buch kam und habe es dann auch gleich gelesen. Es hat mir wieder unglaublich gut gefallen. Diese Normalität in diesen Büchern ist einfach so erfrischend. Das ist so schön. Diese Bücher sind nicht überkandidelt, die sind nicht absolut unrealistisch. Natürlich sind sie ein Stück weit unrealistisch, aber es ist etwas, was für mich greifbar ist. Es ist etwas, was ich nachvollziehen kann. Es ist etwas, wo ich mir denke, das könnte es vielleicht wirklich so geben. Und das macht diese Bücher für mich einfach so toll. Und ach, auch der zweite Teil, ne? Ach, der war wieder so gut. Obwohl ich sagen muss, dass der vom Sexuellen gesehen her ein bisschen schärfer war wie im ersten Teil. Denn im ersten Teil ging das Ganze doch recht langsam vonstatten. Und es hat relativ lang gedauert, bis die beiden sich so ein bisschen angenähert haben. Und hier im zweiten Teil wusste man quasi von der ersten Seite an, dass die beiden aufeinander abfahren. Und die haben sich da auch gegenseitig nichts geschenkt. Und es ging da auch relativ schnell zur Sache bei den beiden. Was jetzt aber überhaupt nicht schlimm ist. Denn dieses ganze Drumherum und dieses ganze Drum und Dran, was das Ganze, was dieses Buch so sympathisch macht, hat es für mich alles komplett wieder wettgemacht. Und ach, es war einfach so schön. Ich erzähle euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Buch geht. Im zweiten Teil zu Diamonds for Love geht es um den zweitältesten Bruder Logan Bennett. Im ersten Teil ging es ja um Sebastian Bennett, er war der älteste. Und im zweiten Teil geht es jetzt um Logan. Und Logan wird immer als der nettere der Bennett-Brüder bezeichnet und das ist er auch. Also Logan ist absolut charmant und sexy und gut aussehend. Er strahlt natürlich durch seine Macht, die er in diesem Multimilliardenunternehmen hat, natürlich auch eine gewisse Autorität aus. Und trotzdem ist er im Privaten ein ganz, ganz anderer Mensch. Er ist einfach sehr gefühlvoll und er ist sehr liebevoll, auch mit seinen Geschwistern und seiner Familie. Und er ist absolut ein kleiner Charmeur. Also das kann man nicht anders sagen. Und Logan trifft jetzt auf die beste Freundin von Ava, unserer Protagonistin aus dem ersten Teil, nämlich Nadine. Und Nadine haut ihn vom ersten Moment an um. Es ist nicht nur ihre Attraktivität, die ihn umhaut, sondern auch ihr ganzes Wesen, ihre Zielstrebigkeit und alles. Und Nadine geht es ebenso. Und Logan hat aber ein Problem. Er wollte nie wieder eine feste Beziehung zu einer Frau eingehen, denn er ist schon einmal sehr, sehr stark enttäuscht worden. Und auch Nadine will eigentlich gerade keine Beziehung, denn sie möchte sich mit ihrem Modelabel selbstständig machen und hat überhaupt keine Zeit für einen Freund. Und ja, was die beiden dann so alles erleben und ob sie schlussendlich vielleicht doch noch ein Paar werden, das ist es natürlich, worum es in diesem Buch geht. Man kann diese Geschichte unabhängig vom ersten Teil lesen. Es empfiehlt sich, ich sage es immer wieder, bei solchen Reihen natürlich von Anfang an anzufangen. Aber man kann rein theoretisch die Bände alle unabhängig voneinander lesen. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte. Von der Handlung her kann ich nur sagen, dass die Handlung mir sehr, sehr gut gefallen hat. Sie war sehr schlicht und einfach und dadurch aber klar definiert. Ich habe zwischendurch immer so ein bisschen auf das böse Erwachen erwartet. Gerade nach dem Buch, was ich davor gelesen habe, was ja diese Totalkatastrophe war. Aber nein, die kam nicht, diese böse Überraschung. Und das war einfach so toll, dass dieses Buch durch seine schlichte Handlung so besticht und durch diese ganz einfachen und durch diese normalen Probleme, die die Charaktere hier einfach haben. Das ist einfach so toll. Und ich kann das so gut nachvollziehen, diese Probleme, die die Charaktere in diesen Büchern erleben. Das ist, das hat mir einfach so gut gefallen. Also von der Hand her kann ich nur sagen, dass sie sehr, sehr schlicht ist. Also wer auf übermäßig viel Drama steht und alles, sollte die Finger von den Büchern lassen, denn die sind schon dramatisch, aber die sind jetzt nicht so überdramatisiert wie andere Bücher. Und das Drama steht hier definitiv nicht im Vordergrund, sondern die Beziehung dieser ganzen Familie untereinander und natürlich geht es im Vordergrund nicht immer um dieses Paar. Also ja, aber wer hier auf äußerst viel Drama wartet, der ist hier völlig fehl am Platz. Das sind wirklich richtig tolle, süße, niedliche, erotische Liebesgeschichten so für zwischendurch, wo man einfach gut abschalten kann und die Seele baumeln lassen kann. Also so geht es zu mir mindestens. Naja, auf jeden Fall von der Handlung her ist es richtig gut, hat mir super gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, fand ich es auch wieder ganz, ganz toll. Logan, den fand ich im ersten Teil schon sehr interessant. Der hat mir im ersten Teil schon gut gefallen und wo ich dann gelesen habe, dass es um ihn auch im zweiten Teil geht, dachte ich so,
das muss ich lesen. Und dann habe ich ja den Verlag damals gefragt, ob ich den zweiten Teil haben darf. Und dann haben sie mir jetzt zugeschickt und ach, ich habe mich so gefreut, ne? Ha, Logan ist echt ein ganz, ganz feiner, toller Kerl, wie eigentlich diese ganze Familie. Also diese komplette Bennett-Familie, das ist wieder so eine Familie, von der ich gern adoptiert werden möchte. Das ist so eine Familie, die ist einfach bodenständig und die haben natürlich auch ihre Probleme untereinander und miteinander, aber trotzdem halten die, wenn es hart auf hart kommt, wirklich zusammen und das ist einfach, ach, das ist so eine Bilderbuchfamilie, so wie die Waltons, wisst ihr? Die Waltons, ach ja. Nein, lassen wir das. Aber auf jeden Fall fand ich Logan im ersten Teil schon ganz, ganz toll. Und wieder zurück auf den Punkt zu kommen, ich mochte die Charaktere total. Wir haben natürlich hier alle Nebencharaktere aus dem ersten Teil wieder mit dabei. Wir treffen wieder Eva oder Ava, ich weiß jetzt nicht genau, wie man sie ausspricht, und Sebastian. Und das fand ich auch ganz, ganz toll. Und die beiden kommen halt auch wieder des Häufigeren drin vor. Man erlebt, wie es mit den beiden so am Rande auch mit weitergeht. Sowas mag ich ja bei solchen Reihen auch immer, dass die Charaktere dann nicht komplett weg sind, sondern dass man halt am Rande immer mitbekommt, was bei denen gerade so los ist und was mit denen noch so im weiteren Verlauf passiert, ihre Beziehung. Und ja, also Logan war mir super sympathisch, genau wie Nadine. Nadine ist ein ganz, ganz toller und offener Charakter. Also man merkt schon am Anfang, was sie für ein Mensch ist. Sie ist ein sehr offener und zugänglicher Mensch. Man merkt, dass sie in ihrem Leben schon einiges hat wegstecken müssen an Problemen und Fehlern und Dingen in ihrer Vergangenheit. Milo, was tust du? Sorry, jetzt hat mich gerade Milo komplett auf ein Konzept gebracht. Wo war ich denn jetzt? Ach ja, Nadine. Nadine hat mir auch richtig gut gefallen. Ich mochte sie von Anfang an. Ich mochte ihre offene und zugängliche Art. Sie hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Sie hat immer gesagt, was bei ihr los ist, was sie für Probleme hat und dass sie das alles eigentlich so nicht möchte. Und also die beiden sind generell offen und ehrlich miteinander gewesen und das fand ich ganz, ganz toll. Und das ging das komplette Buch über so. Und da hatte keiner Geheimnisse vor den anderen oder irgendwas Schlimmes. Und das, ach, das war einfach so erfrischend, ne? Das war einfach so schön. Es war einfach so gut und ja, also Nadine mochte ich auf jeden Fall richtig sehr. Wie gesagt, die Nebencharaktere sind auch alle toll. Ich freue mich auf jede einzelne Geschichte, die hier noch zu jedem dieser Bennett-Geschwister erscheint und ach ja, also von den Charakteren kann ich mir sagen, dass die mir richtig gut gefallen haben. Ich finde die alle ultra sympathisch und es gibt natürlich auch den ein oder anderen bösen Charakter in dieser Geschichte und auch die passen wirklich super gut da rein und das ist alles rund und ich mag einfach die Charaktere in diesen Büchern sehr und ich habe sie jetzt schon sehr, sehr lieb gewonnen und ich möchte auf jeden Fall die weiteren Teile auch mitlesen. Zum Setting kann ich nur sagen, dass wir uns hier wieder in San Francisco befinden und ich finde San Francisco und das Umland um San Francisco als Setting wirklich ganz, ganz toll und ich finde, das hat einfach schon was sehr, sehr Besonderes an sich, ganz einfach, weil San Francisco einfach so eine besondere Stadt ist mit ihren ganzen Sehenswürdigkeiten und diesen besonderen Straßen, die es da so gibt und alles und ja, ich mag es vom Setting sehr und ich finde es ganz, ganz toll und ich finde, die Autorin beschreibt uns diesen Ort auch ganz, ganz toll und bringt uns die Stadt auch gut nahe und ja, ich mochte es, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich möchte irgendwann auch mal nach San Francisco. Meine Cousine war in San Francisco als Au-pair, habe ich sie beneidet. Kommen wir als letztes noch zum Schreibstil. Der Schreibstil von Nayla Hagen war auch in diesem Buch wieder sehr, sehr schlicht, sehr, sehr einfach und trotzdem gefühlvoll und romantisch und auch sexy natürlich und es ist einfach ein sehr, sehr schöner, offener Schreibstil. Die Autorin verbirgt halt nichts und man weiß halt sofort, was kommt, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde bei diesen Geschichten. Und ja, es ist einfach ein toller Schreibstil, der passend zu diesen Geschichten ist. Und ich finde, wie gesagt, diese Geschichten einfach toll. Es ist wieder ein tolles Buch gewesen, einfach um abzuschalten, um runterzukommen und den Alltag zu vergessen. Und so ging es mir ja mit dem ersten Teil hier, mit dem ging es mir ja schon genauso. Und ich habe die beiden Bücher wirklich ultra schnell gelesen. Die sind jetzt auch nicht mega dick, aber sie sind so für zwischendurch einfach mal so zum Dahinträumen einfach ganz, ganz toll. Und ich werde den dritten Teil auf jeden Fall auch lesen. Im dritten Teil geht es dann um die älteste Schwester, um Pippa. Und auf die Geschichte bin ich schon sehr, sehr gespannt, denn man kriegt hier in diesen beiden Büchern schon mit, was bei Pippa so gerade abgegangen ist und was sie jetzt hinter sich hat. Und das interessiert einen dann natürlich schon, was da so mit ihr passiert. Und ja, Diamonds for Love. Ich kann euch die Bücher wirklich nur empfehlen, wenn ihr so gerne erotische Liebesgeschichten lest, die jetzt, wie gesagt, nicht ultra dramatisch und übertrieben sind. Dann schaut sie euch an. Ich mag sie sehr und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich mag sie und ich möchte weiterlesen. Aber der dritte Teil kommt erst im Juli. So ist das. Machen wir weiter mit dem zweiten Buch für dieses Video und das war die Vollkatastrophe, die ich ja am Anfang schon angekündigt hatte. Und zwar war das Women Kings von J.R. Ward. Ich muss sagen, dieses Buch hat echt gut angefangen und die ersten 200 Seiten haben mir auch echt noch gefallen und danach war das Buch echt eine Vollkatastrophe für mich. Alle Burger King-Fans, bitte schaltet jetzt ab und gebt euch das nicht, was ich ja jetzt über dieses Buch zu schimpfen habe. Aber es muss sein, ey Leute, dieses Buch ist einfach so scheiß, dass
Nee, ich habe mir den zweiten Teil für 1 Euro gekauft und habe gesagt, selbst wenn ich nicht lese, es war nur 1 Euro. Gott sei Dank war es nur 1 Euro. Ich werde den zweiten Teil definitiv nicht lesen. Diese Reihe geht so gar nicht an mich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu sagen, was mich in diesem Buch alles genervt hat. Ich komme aber als allererstes, wie immer, zum Inhalt und so. Da ich das nicht alles gut wiedergeben kann, was in diesem Buch passiert ist, lese ich euch jetzt einfach mal ganz kurz hier den Klappentext vor, weil sonst rege ich mich wieder zu sehr auf und steigere mich da rein und das bringt nichts. Deswegen hier der Klappentext. Seit Generationen geben die Bradfords in Kentucky den Ton an. Der Handel mit Bourbon hat der Familie großen Reichtum und hohes Ansehen eingebracht. Doch als Tulane, der verlorene Sohn und Erbe des Imperiums, nach 2 Jahren des selbst auferlegten Exils auf das Familienanwesen Easterly zurückkehrt, droht die glänzende Fassade zu zerbrechen. Geplatzte Träume und die unerfüllte Liebe zu der Angestellten Lissy King hatten ihn damals in die Flucht getrieben. Jetzt ist Lane wieder da und mit ihm die Vergangenheit. Seine Rückkehr wird an niemanden spurlos vorübergehen. Nicht an Lissy, die ihr Herz um jeden Preis schützen will. Nicht an Lanes schöner und eiskalter Ehefrau und seinem älteren Bruder, dessen Zorn und Verbitterung keine Grenzen kennen. Und schon gar nicht an dem strengen Bradford-Patriarchen, einem Mann mit wenig Moral, noch weniger Skrupeln und vielen dunklen Geheimnissen. Während die Spannungen in der Familie wachsen, wird klar, dass sich das Leben auf Easterly für immer verändern wird. Das war die Inhaltsangabe und ich dachte mir am Anfang schon, das klingt sehr nach Dallas, Denver Clan, so reich und schön, diese ganzen überkandidelten Serien aus den 70er Jahren, die meine Mutter immer so gern geguckt hat. Und es hat mich auch echt krass an diese Serien erinnert. Und ich, wie gesagt, am Anfang fand ich das auch noch gar nicht so schlimm. Ich fand es gut, dass wir aus mehreren Sichtweisen das Ganze gelesen haben. Also wir haben das einmal aus der Sicht von Lane gelesen und aus der Sicht von Lissy. Und es war auch am Anfang alles soweit okay. Und dann wurde es einfach immer mehr. Die Handlung wurde immer mehr und mehr und dramatischer und dramatischer und dramatischer und noch was und noch was. Und dann passierte noch was und noch was. Und ich dachte mir so, jetzt muss doch einfach langsam mal gut sein. Und nein, es passierte noch mehr und noch mehr. Und als die Schwester vergewaltigt wurde, war ich raus. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin raus. Ich habe das Buch mit der lieben Sarah zusammen gelesen. Wir haben dämlicherweise beide nicht drüber gesprochen, dass wir dieses Buch gern abbrechen würden. Deswegen haben wir es bis zum Ende durchgezogen. Aber wir fanden das Buch, glaube ich, beide kacke. Ich glaube, da kann ich für Sarah mitsprechen, dass sie das Buch auch kacke fand. Und also ab dem Punkt, wo diese Schwester vergewaltigt wurde, war ich raus. Weil es meiner Meinung nach einfach nicht geht, was danach alles passiert ist. Soll ich euch sagen, was danach passiert ist? Nichts! Es ist nichts danach passiert. Keine Sau hat mitgekriegt, dass die vergewaltigt wurde. Die verhält sich auch ganz normal, als wäre es das Normalste der Welt. Man merkt natürlich, das geht ihr schon irgendwie nah, aber naja, sie ist halt sowieso eine Bitch und was will man von ihr anderes erwarten? So wurde sie in dem Buch dargestellt und ich habe mir nur so gedacht, what the fuck? Was ist hier bitte schief? Und das war alles so gefühllos dahingerotzte Scheiße, dass ich mir gedacht habe, nope. Da bin ich einfach raus. Wie gesagt, alle Fans da draußen, gebt mir einen Daumen nach unten, schreibt mir böse Kommentare, macht, was ihr wollt. Aber ich fand dieses Buch einfach nur schrecklich. Das war für mich noch schlimmer wie Kalendergirl. Und das war schon scheiße, der dritte Band. Echt, das ist, also ich weiß nicht, dieses Buch war einfach nur so schrecklich. Ich spoilere jetzt einfach mal. Also jeder, der dieses Buch noch lesen möchte, sollte bitte abschalten. Ich spoilere jetzt, ich meine, ich habe mit der Vergewaltigung der Schwester jetzt schon fett gespoilert, aber das ist einfach ein Punkt, was ich in Büchern immer sehr, sehr schrecklich finde. Wenn es schon in diesen Büchern vorkommt und es Thema wird, dann soll es doch bitte ordentlich damit umgegangen werden. Ich kann natürlich sein, dass jetzt in den Folgebänden das Ganze noch thematisiert wird und das Ganze noch ausgebreitet wird und dass danach darüber gesprochen wird. Aber dieses Ganze drum und dran, wie es jetzt in diesem Buch war, es hat mich einfach genervt. Es ging ja nicht um diese Vergewaltigungsscheiße an sich. Es ging ja um dieses ganze Drum und Dran, was da noch mit einherging. Ne? Also, lasst mich dieses Buch mal aus meiner Sicht kurz rekonstruieren. Der Typ kommt nach 2 Jahren, wo er sich in New York mit Pokerspielen ausgelassen hat und den ganzen Tag nur gesoffen hat, nach Hause, weil seine Nanny krank ist. Todsterbenskrank ist. Dass seine Mutter da vor sich hin vegetiert, interessiert nicht. Dass sein Bruder vor 2 Jahren entführt wurde und seitdem psychische Störungen hat und mit seinem Leben nicht mehr klarkommt, interessiert ihn nicht. Dass der dritte Bruder, Gott weiß wo ist, interessiert auch keine Sau. Dass der Vater mit der Mutter macht, was er will, mit seiner leiblichen Mutter, das interessiert ihn auch nicht.
dass seine Schwester rumhurt und ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt, mit 16 ein Kind gekriegt hat, um das sie sich einen Scheiß kümmert, das interessiert da auch keine Sau. Und dass die Angestellte, die er doch ach so liebt, ihn verlassen hat, weil er seine Ex-Freundin geschwängert hat, kann man irgendwo nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, warum dieser Mann nicht um seine Frau, die die Liebe seines Lebens ist, gekämpft hat. Nein! Dann sagt man, okay, sie hat mich jetzt verlassen, dann heirate ich die Olle, die schwanger ist und mein Kind austrägt. Also das sind so Punkte, die verstehe ich einfach nicht. Null. Null, Komma, null. Wir leben noch nicht im Mittelalter, wo ich die Frau ehelichen muss, der ich ein Kind gemacht habe. Und dass meine aktuelle Freundin darüber not amused ist, ist doch auch irgendwie klar. Und es steht dann zwar in diesem Buch, dass er versucht hat, ihr das zu erklären und dass er mit ihr reden wollte, sie aber alles abgeblockt hat. Okay, aber dann schmeiße ich doch nicht nach zwei Versuchen das Handtuch, heirate die Olle und hab dann keinen Bock auf die Ehe und verpiss mich nach New York und lass meine ganze Familie, gut, diese ganze Familie regt mich einfach nur auf, lass die einfach alle im Stich und lass die alle machen, was sie wollen. Also, naja. Das war so der Grundgedanke für mich in diesem Buch. Auf jeden Fall kommt dieser Typ ja dann nach 2 Jahren nach Hause, weil seine Nanny todsterbenskrank ist, trifft wieder auf die Liebe seines Lebens und da macht's bumm. Ich möchte sie zurück. Ich werde mich jetzt von meiner Ehefrau scheiden lassen, die das Kind dann doch abgetrieben hat, was sie von mir hatte. Und werde um die Liebe meines Lebens kämpfen. Dass diese besagte Ehefrau währenddessen mit seinem Vater gefügelt hat und von ihm hat schwängern lassen, nur um ihm dann noch ein Kind unterzujubeln, damit hat er jetzt irgendwie auch nicht gerechnet. Und das war schon wieder so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, das war mir zu viel, da war ich raus. Da war ich schon raus. Ey Leute, ganz ehrlich, was in diesem Buch passiert, das reicht für 5 Bücher. Für 5, das war mir einfach zu viel. Das war zu viel Drama, das war mir einfach zu drüber und das war alles so, oh. Ich mochte die Charaktere nicht, das Setting war ganz cool, also dieses riesige Anwesen, wie das beschrieben wurde, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das sehr herrschaftlich auch alles wirkt und dass es noch aus alten Zeiten ist. Das finde ich ganz, ganz toll und ja, vom Setting her mochte ich das Ganze, allerdings, wie gesagt, das, nee. Schreibstil von J.R. Ward war ganz nett und gut, hat mich gut durch das Buch geleitet, war flüssig, bin ich irgendwo drüber gestolpert. Aber Leute, naja, ich könnte ja noch mehr erzählen. Ne? Also das war ja nur die Sichtweise von diesem einen Bruder, die Probleme. Dann geht die ganze Familie ja noch pleite, die Lizzie will den Typen eigentlich nicht wieder haben, dann will sie ihn doch wieder haben, dann will sie ihn wieder nicht wieder haben, dann will sie ihn doch wieder haben. Dann ist die... Seine Nanny, die eigentlich todsterbenskrank ist, doch irgendwie nicht so krank, wie sie alle dachten. Wie gesagt, seine Schwester hurt da nur rum und gesteht dann der Liebe ihres Lebens die Liebe. Und er sagt, nö. Und dann will er doch zu ihr und dann hat sie sich aber schon mit einem anderen verlobt. Und das findet er dann wieder kacke. Und, und der eine Bruder, der sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil er entführt wurde... Der wurde halt gefoltert und alles. Den konnte ich noch am ehesten verstehen von allen. Ich konnte den, seine ganzen Dinge, die er so gedacht hat, konnte ich noch am ehesten verstehen. Aber die eine Ische konnte ich wieder nicht verstehen. Der hatte, bevor der entführt wurde, war der verliebt in die Konkurrentin quasi seiner Firma. Und die hat er jetzt 2 Jahre nicht gesehen, weil er mit sich und seinem Körper nicht mehr klar kam. Er hat halt immer nur unter den Folgen zu leiden. Er kann nicht mehr richtig aufrecht gehen und alles tut ihm weh und er läuft auf dem Krückstock. Und ja, also er hat sich dann komplett von allem zurückgezogen und seiner Liebe, seines Lebens reicht es dann. Und sie fährt zu ihm und er ist total hackedicht. Und er bestellt sich jeden Freitag eine Prostituierte auf seine Farm, die aussieht, wie aussehen soll wie sie, damit er überhaupt einen hochkriegt. Und dann steht sie halt vor der Tür und er denkt, das ist die Prostituierte. Und anstatt sie einfach mal sagt, Alter, du bist rotzevoll, nö, vögel die mit dem. Und dann haut sie ab, weil sie denkt, oh mein Gott, er war ja betrunken. Und vorher hat die das nicht mitgekriegt, dass er sie nicht, also... Was? Was ist hier los? Dieses ganze Buch regt mich auf, Leute. Ich höre jetzt auf. Ich habe euch jetzt quasi die ganze Geschichte einmal halbwegs erzählt. Also es war ja noch nicht alles, das geht ja noch weiter. Ne? Also da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Das war jetzt nur so das Gröbste, was da so abgeht. Da hängen ja noch 20 Millionen andere Sachen dran. Aber das war mir einfach zu viel des Guten, das war mir zu viel von allem. Und das war einfach nicht meins. Da lobe ich mir hier diese niedlichen, kleinen, süßen Liebesgeschichten, wo nicht viel Drama ist, was noch ein bisschen realitätsnah ist, wenigstens ein bisschen als das da. Ich kann es nicht anders sagen, außer dass Bourbon King ist von J.R. Ward der größte Scheiß für mich war. Echt.
soll sich nochmal einer über Mona Kasten aufregen. Das hier war viel, viel schlimmerer Scheiß. Ey, Leute, echt. Und wie gesagt, alle J.R. Ward und Robin Kings Fans da draußen, es tut mir leid, aber ich konnte diesem Buch überhaupt nichts abgewinnen. Außer vielleicht die ersten 200 Seiten, wo die Geschichte so langsam in Fahrt gekommen ist und man so nach und nach alles erklärt bekommen hat. Und wie gesagt, hätte es nicht gereicht, wenn der nach Hause kommt, seine Ex-Frau lässt sich scheiden oder er versucht, die loszuwerden, er geht zu Lizzie zurück, versucht irgendwie mit seinem behinderten Bruder da noch klarzukommen und versucht, das Anwesen zu retten. Nein, dann passiert noch ein Mord, dann stirbt am Ende der Vater, der begeht ja noch Selbstmord. Dann ist noch das und dann ist noch das und dann ist noch das und dann ist noch das. Und oh Leute, es war einfach zu viel. Ich höre jetzt auf. Es war einfach zu viel. Ich werde sonst Stunden um Stunden nicht fertig. Also Bourbon Kings von J.R. Ward war absolut nicht mein Buch und ich empfehle es euch nicht. Also es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, aber es war für mich der größte Scheiß, den ich in letzter Zeit gelesen habe. Da soll sich echt nochmal eine über Mona Kasten aufregen. Das war viel, viel schlimmerer Kack. Also wirklich. Nee. Ich bin für so einen Scheiß einfach nicht zu haben. Ich sollte solche Bücher wie Calendar Girl, Bourbon Kings und keine Ahnung, wie heißt diese Royal Passion Reise, was sollte ich einfach nicht lesen. Ich glaube, davon sollte ich generell einfach die Finger lassen und sowas nicht lesen. Ich glaube, das ist generell so nicht meins. Naja, so viel zu meiner Meinung zu Bourbon Kings. Ich kann nur sagen, lasst es und lest es. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Seid gnädig mit mir und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.